Da sich die Zug- und Druckkraft bei dreiteiligen Bändern neutralisiert, werden beim Anschlag der Exklusivtürbänder auch keine Stützschrauben benötigt. Das Bohrbild ist mit allen anderen Kompakttürbändern identisch. Statt des Blendrahmenlagers wird nach der Montage des Flügelbocks eine massive Gleitschiene auf das Blendrahmenprofil geschraubt. Eine zusätzliche Schraube gibt der Führungsschiene sicheren Halt. Nach der Montage der Gleitschiene wird zunächst das Flügelbandteil mit dem Aufnahmebock verbunden und wie bei allen anderen Bandvarianten mit dem Spezialschlüssel in die Endposition gebracht. Die U-förmige Klemmleiste verdeckt nicht nur die Verschraubung, sondern sorgt für die gleichbleibende Distanz zwischen dem oberen und unteren Blendrahmenlager. Dadurch wird automatisch ein zu lockeres oder zu strammes Einklemmen des Drehlagers verhindert. Da der Achsstift bereits im Werk eingesetzt wurde, brauchen jetzt nur noch die unteren und die oberen Blendrahmenlager auf die Gleitschiene geschoben werden. Für die Verschraubung sollte zweckmäßigerweise ein biegsamer Imbusschlüssel verwendet werden, der auf Wunsch mitgeliefert wird. Die Horizontal- und die Andruckverstellung ist auch bei dem Exklusivtürband mit allen anderen Modellen voll identisch. Lediglich die Höhenverstellung weicht technisch bedingt ab, ist aber dennoch problemlos zu bewerkstelligen und garantiert gleichbleibende Lastabtragung auf alle Bänder. Um die Tür anzuheben, muss zunächst bei allen Bändern das obere Blendrahmenlager etwas höher als die voraussichtlich geänderte Verstellung angehoben werden. Mit dem unteren Lager wird nun bei allen Bändern die gewünschte Höhe eingestellt. Anschließend werden die Oberlager bis zum Anschlag angezogen. Bei einem Absenken wird die Tür in der umgekehrten Reihenfolge eingestellt. Durch den sichtbar höheren Wert eines dreiteiligen Türbandes und den relativ geringen Mehrkosten ist ein erheblich höherer Preis für die Haustür zu erzielen.